Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren in den schrecklichen Jahren des NS-Regimes Opfer, aber auch Täterinnen und Täter. Gleichzeitig gab es aber auch mutige Landesbürgerinnen und Landesbürger, die der Verbrechensherrschaft die Stirn geboten haben. Oft, um anderen zu helfen, immer mutig und unter Einsatz des eigenen Lebens. Ich danke, dass besonders ihre Zivilcourage im Mittelpunkt dieses virtuellen Gedenkens steht. Denn auch ihr Einsatz, ihr konsequentes Nein zum Nationalsozialismus gehören zu unserer Geschichte und zum gemeinsamen Erinnern, dass das nie wieder garantieren soll. Es geht darum, die Namen dieser Heldinnen und Helden immer im Blick zu haben und das Wissen darum für kommende Generationen zu erhalten. Herzlichen Dank an alle, die hier ihren wichtigen Beitrag leisten.